Ja, moin moin und willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2 in der Nostalgic Edition. In der letzten Folge sind wir wieder mal ein bisschen weiter durchs Minental gestreift, haben den Wald zwischen alter Mine und altem Lager leergeräumt und sind jetzt hier oben in der Nähe von Xardas Turm unterwegs und hier ist eine Brücke, die gab es früher nicht. Und was auf der anderen Seite ist, das schauen wir uns jetzt mal an. Warum ich jetzt gespeichert habe, weiß ich auch nicht. Tja. Ich bleib mal hier hinter meinem Golem. Ich habe Vertrauen in meine Golems und es hat sich nicht als Fehler erwiesen. Auch wenn einer verreckt ist. Weil der ist garantiert nicht despawned. Also beziehungsweise ja doch, kann man schon so sagen. Hier mal ein bisschen um, aber ich glaube, hier ist gar nicht allzu viel. Oh, doch eine Leiche. Ein toter Drachenjäger. Aber nicht mit vielen sinnvollen Sachen dabei. Ja, was diese Teile hier sind, weiß ich nicht. Absolut keine Ahnung. Das ist jetzt schon das dritte von diesen Dingern, die wir gesehen haben. Eins war im Schläfertempel, eins hier und eins ganz am Anfang. Als wir das erste Mal im Minental waren. Und du kommst sogar noch mit. Ja, und dann gehen wir mal in Xardas alten Turm. Und der Golem verabschiedet sich. Aber das ist in Ordnung. Gucken, was sich in Xardas altem Turm so verbirgt. Außer noch mehr Gegner. Bisschen Heilung. Au. Okay, das sind anscheinend nur Harpien. Hilfe mal dem Golem mit einem zweiten Golem. Ach, ihr Golems, ihr seid so nutzlos, wenn es hier um so engere Räumlichkeiten geht, wie... Absolut keine Ahnung, was hier passiert. Ich
Ich hole mir auf jeden Fall nochmal ein paar Golems, damit wir irgendwie diesen Dämon da wegbekommen. Das scheint funktioniert zu haben. Könnt ihr bitte mal diese ganzen kleinen Kackgoblins wegmachen? Wäre ich euch sehr verbunden. Wie viele Golems wir haben. Und die rennen alle ganz aufgebracht im Kreis. Also ich gehe mal davon aus, dass da weiter oben noch mehr Gegner sind. Vielleicht sollten wir uns auch mal heilen. Und irgendjemand hat gerade ein Schwert gezogen. Das waren mit Sicherheit nicht unsere Golems. Das Skelett ist irgendwie einfach an uns vorbeigerannt. Golem, würdest du bitte... Ja, perfekt. Warum machst du nichts? Rune Teleport zum alten Dämonenturm. Runenstein, schwarzes Erz. Ein Buchständer, wir lesen erstmal. Das kann ich nicht lesen. Oder auch nicht, denn wir können es nicht lesen. Und das hier ist ja der Buchständer, an dem Xalas früher immer gelesen hat. Das kann ich nicht lesen. Und das können wir auch nicht lesen. Perfekt. So, und das Einzige, was jetzt hier noch leben dürfte, ist in der Theorie jedenfalls ein Goblin-Skelett. Ein normales Skelett. Was war das? Also hier sind immer noch aufgebrachte Golems. Ich höre irgendwas. Sind das unsere Golems? Ah, guck mal hier. Auch noch irgendwas. Ist das außen? Das liegt außen. Haben wir einen Telekinese? Ja, auf der 8. Perfekt. Schwerer Lederbeutel. Ist mir das den einzigen Telekinese-Zauber wert, den wir haben? Ach, warum nicht? Komm her. 100 Gold sind 100 Gold. So, meine Golems, ihr... Wobei... Na, egal. Ich weiß nicht, warum ich jetzt in die Burg zurückgegangen bin. Das war eigentlich Quatsch. Naja, wir können zumindest nochmal schlafen gehen. Und uns damit heilen.
ist billiger. Und dann rennen wir einfach wieder mit Turbo zurück. Und dann gucken wir uns mal in Richtung Stonehenge weiter um. Denn da waren wir ja noch nie. Wir laufen dann von da aus in Richtung neues Lager. Also ich meine, wir waren schon mal da in der Nähe vom Stonehenge. Aber wir waren noch nicht so wirklich da. Weil Diego wollte da ja nicht hin. Einmal wieder Speed. Ich fast etwas zu nah an die Orks ran, aber es ging nochmal gut. Einmal hier unten durch und dann sind wir auch schon fast da. Lauf. So. Und in etwa hier waren wir dann mit Diego und Bilgot. Und hier sind dann einige Drachensnapper jetzt gespawnt. Und die können wir uns ja dann auch nochmal gönnen lassen von unseren Golems. Es sind ja immer schön viele Erfahrungspunkte, die wir hier bekommen. Von diesen Biestern. Die ganzen Pflänzchen sammeln wir natürlich ein, weil es sind schöne Dunkelpilze und Hitlerfleisch. Dafür kriegen wir auch nochmal ordentlich Geld. Was ist denn hier los? Ich würde sagen, holen uns doch direkt nochmal mehr von unseren Golems, weil einer hängt auch fest. Bluterz. Ich weiß zwar nicht, was man damit macht. Wahrscheinlich ist es für Schwerter, könnte ich mir vorstellen. Was uns ja wenig bis gar nicht hilft. Denn die wird man vermutlich selber schmieden müssen und das können wir nicht und benutzen können wir sie auch nicht. Also, was mache ich denn hier? Kugelblitz. 53 Bolzen. Naja. Lässt du mich bitte raus? Nö. Dann muss ich dich leider töten. Mit töten meine ich... Ja. Vermutlich töten. Hier ist ein einzelner Wolf. Warum? Ja, Frostblitz. Was Besseres habe ich gerade nicht parat und ich will jetzt nicht irgendwie umbauen wegen ein paar Mana-Punkten. Das ist mir den Aufwand nicht wert. Ah, guck mal, hier ist Angar. Aber wir sind hier noch nicht fertig. Ich denke, mit Angar werden wir in den Stonehenge hineingehen. So wie in Gothic 1 mit Milton. Aber wir schauen uns hier erstmal noch weiter um. Nehmen noch die alte Steintafel hier mit. Versuchen irgendwie noch hier rauf zu kommen. Weil hier wächst noch was. Orkhunde, 3 Stück. Das klingt nach Golem-Arbeit. Aber das
Das Skelett macht uns ja wenig Schaden. Die Orkhunde machen uns tatsächlich auch nicht mehr sehr viel. Beziehungsweise, sie machen uns schon relativ viel Schaden, aber wir halten halt super viel aus. Weil wir so viel Leben haben. Ein Orkhund ist hier noch und ein Troll ist hier jetzt auch. Okay. Das finde ich gar nicht mal so witzig, weil das, die sind vor allem nervig. Weil die so viel aushalten. So viel Golems gegen die benutzen müssen, dass wir überhaupt eine Chance haben, diese Trolle innerhalb von ein paar Minuten umzuhauen. Aber ich denke, das reicht. Wie gesagt, ich will jetzt auch nicht zu viel Mana verschwenden gegen einen Troll. Es sollte eigentlich reichen. Wir können es ja nochmal heilen in der Zeit. Speichern können wir eigentlich auch nochmal. Ah, jetzt gleich weg. So, hier hingen wir damals fest. Okay, wir hingen nicht wirklich fest, aber hier ist uns Bilgot einmal verreckt. Und wir mussten neu laden, aber hier ist nichts respawned, wie es scheint. Da, wo die Banditen waren und so weiter, da sind wir ja schon wieder lang gelaufen, seit wir wieder im Minental sind. Das heißt, hier ist nichts. Demnach ist hier auch nichts. Und alle Gebiete, wo die Drachen waren, da waren wir ja schon. Also, da waren wir erst, seitdem wir wieder im Minental sind. Das bedeutet, wir können noch einmal hier runter gucken. Okay, damit komme ich aber alleine klar, ohne Helferlein. Das sind nur ein paar Lurker und ein paar Blutfliegen. Das ist nichts Gefährliches. Ja, wir haben sogar ein Level abbekommen, schon wieder. Steintafel des Armbrustschützen. Das ist auch nicht schlecht und eine Goblinbeere auch nicht so schlecht. Wir müssen dann auch langsam mal hier Trank der Konzentration und so weiter lernen. Wobei, wir haben überhaupt keine Kronstöckel. Kann man die hier nicht finden? Oder bin ich so blind, dass ich sie nicht mal mit dieser Mod finde? Ich weiß es nicht. Jetzt gehen wir auf jeden Fall hier rauf. Wieder zum Dings hier zurück. Stonehenge.
Oh. Da war ein Gegner. Kümmer du dich da bitte drum. Das habe ich jetzt vor allem deswegen gemacht, weil man ja Gegner auf Distanz treffen kann, aber auf im Nahkampf halt irgendwie nicht. Und das nervt. Bauen wir den einmal an. Und dann macht mein Golem das. Ich glaube, er hat ihn vom Berg geprügelt. Und dann wird er da runtergefallen sein. Da muss ich da eben nochmal hin. Eine Sekunde. Und dann gehen wir zur Angabe. Können wir mal eben hier den Speed-Modus wieder anmachen. Ja, da kommt er. Er hat ihn wirklich vom Berg geprügelt. So, und dann haben wir hier Anga. Ja, heilen muss ich mich jetzt erstmal nicht. Anga. Hey. Stimmt irgendwas nicht? Hörst du das? Ich habe noch nie in meinem Leben so ein fürchterliches Geräusch gehört. Was meinst du? Ich höre nichts. Die ganze Umgebung hier stinkt nach Tod und Verderben. Die verfaulten Kreaturen bewachen den Felseneingang zur Gruft da vorne. Etwas Grauenvolles verbirgt sich darin und schickt seine Schergen an die Oberfläche dieser Welt. Ich bin mir fast sicher, dass mir mein Amulett hier irgendwo abhanden gekommen ist. Wo auch sonst? Hast du mit den Drachenjägern gesprochen? Ja. Aber ich hatte eine Gemeinschaft erwartet, wie sie bei uns im Sumpflager üblich war. Die Jungs sind nichts anderes als ein wild zusammengewürfelter Haufen von Idioten. Nichts für mich. Was verbirgt sich in der Felsenhöhle? Irgendetwas lässt mich nicht an diesen Felseingang heran. Er wird von einer magischen Kreatur bewacht. Ich habe es nachts die Gegend absuchen sehen. Ein abscheuliches Wesen. Es schwebt zwischen den Bäumen hin und her und man hat den Eindruck, dass es alles Leben in seiner Umgebung aufsaugt wie ein Schwamm. Lass uns zusammengehen. Ich werde es versuchen, aber sieh dich vor. Ja, wir sehen uns vor. Okay, er geht nicht wirklich mit mir mit, habe ich das Gefühl. Dann gehen wir ohne ihn da rein. Wo ist denn hier überhaupt der Eingang? Da. Warum ist denn hier auf einmal alles so laut? Okay, doch, er geht mit mir da rein. Ja. Nur Tod und Verderben. Ich muss hier weg. Okay, er geht wieder. Kein Problem. Ruh dich aus, mein Freund. Ruh dich aus. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Ja, ja, Dietriche, Schmiedriche. Ein paar Goldmünzen. Angas Amulett. Wer hätte es gedacht? Hier sieht es auch ein bisschen anders aus als noch in Gothic 1 Zeiten. Hier war irgendjemand, hat sich Milton hier kurzzeitig mal ein Labor eingerichtet. Man weiß es nicht. So, Anga, hier hast du dein Schmuckstück wieder. Was ist denn los? Ich kann nicht weiter mit dir gehen. Irgendwas sagt mir, dass ich hier nicht mehr lebend rauskomme. Ich kann es nicht erklären, aber ich muss so schnell wie möglich weg aus diesem verfluchten Land. Sonst wird es mir nicht besser ergehen als meinen Brüdern. Warte mal. Ich habe dein Amulett gefunden. Danke. Ich dachte schon, ich würde es nie wiedersehen.
Was hast du nun vor? Nichts wie raus aus diesem verfluchten Tal. Vielleicht sehen wir uns noch mal wieder. Leb wohl. Warte mal. Okay, ich kann ihn das jetzt nicht mehr fragen. Egal. Mach's gut, Anga. Wir gehen jetzt hier lang. Oh, verdammt. Ich habe nicht genug Mana. Ich habe nicht mal genug Mana für einen Frostblitz. Okay. Erstmal heilen. Das ist wichtig. Was ist das hier? Elixier des Geistes. Maximales Mana 5. Das hauen wir uns auch rein. So langsam wird's doch. 4 mal 8. Also wenn wir 320 Mana haben, dann... Dann ist das, glaube ich, schon ganz gut. Den Feuerball hat man nicht gehört. Ja, weißt du was? Oh, mal einen Golem. Der macht uns die Skelette kaputt. Ich glaube, das ist auf Dauer billiger. Hau zu! Ja, so viel gibt's jetzt nicht mehr im Minental. Es ist nur noch hier das Eisgebiet und alles hinterm Orkwall. Ich bin am Überlegen, ob wir erst das Eisgebiet machen oder erst den Orkwall. Also das Gebiet hinter dem Orkwall. Okay, hier sind Drachensnapper. Hier brauchen wir auf jeden Fall mehr als einen Golem. Zumal dieser eine, den wir haben, auch demnächst vermutlich nicht mehr existieren wird. Okay. Hauen wir uns direkt mal hier mit P einen Trank rein. Der Golem räumt da unten auf. Golems. Ja. So viel dazu. Ja, einer der Golems räumt auf jeden Fall unten auf. Schwer war das doch eigentlich überhaupt nicht. Und jetzt haben wir natürlich keinen Quick Save. Aber die Folge ist ohnehin demnächst zu Ende. Wir speichern nochmal so ab. Und dann gehen wir ein bisschen näher ran. Und der andere Golem räumt immer noch irgendwo auf. Ich hoffe nur, dass er nicht die Leute tötet, die da so rumhängen. Das wäre ein bisschen blöd. Können wir unsere Steintafeln eben benutzen? Haben wir jetzt noch ein paar bekommen. Hier Armbrustschütze 2. Und Einhandkampf 1. Und das war's dann erstmal. 14, 12, 11, 12. Das ist schon wieder so ein blöder Drachensnapper. Gegen die habe ich keine Chance ohne Golems. Also doch, aber es ist halt unfassbar teuer und nervig.
Hier sind Eisgolems. Aber ich würde sagen, was diese Eisgolems bewachen, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich für euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid auch morgen in der nächsten Folge wieder mit dabei. Und bis dahin. Ciao.